Also gerade mich dran zu erinnern, wo wir waren. Wir Bei waren. Gorch. Wir wollten zum Airfield, ne? Ins Sind Nördliche. wir irgendwo in der Nähe von Gorge dran, einen Meter außenrum? Also da, wo auch Bled ist. So weit unten sind wir. Ich meine, wir Naja, können dann einfach lass nach uns zu Bled Bled rein und. laufen, ne? Hier die Richtung. Und dann zum Airfield, würde ich sagen. Kommst du? Vorteil, man muss nicht so weit laufen, um irgendwas zu finden. Ja, stimmt Episches schon. Laufen! Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als würde der Typ voll schnell sprinten, ne? Ja, weil er noch fit ist. Wenn er fit ist, Ja, dann oder weil sprintet er er keine schnell. Waffe hat. Ja, oder das? Nee, aber wenn du noch nicht viel gesprintet bist, dann hast du Runner. mehr Energie. Aber guck dir mal an, wie der abgeht. Ja, aber mal warten, wie lang. Richtig Abhänge hier, Lusche da hinten. Ich kann auch Doppel-W drücken. Ich drücke aber Shift. Shift ist viel besser als Doppel-W. Shift ist bei mir irgendwie langsam laufen. Ja, customized. Yay! Und Da die unten ersten sind schon Zombies! Zombies. Die können aber wegen. Ne, wahrscheinlich sind sie nicht wegen uns da. Nee, nee, bestimmt nicht. Wahrscheinlich wegen sie nicht. Ja, weil die irgendwie nicht auf dem Haufen gespawnt sind, oder? Dann sind hier meine kaputten Und rennen die Autos. so weit weg? Ist Ja, okay, eigentlich ich immer sehe dich. schneller. Hat er eigentlich mal. Steht da ein Little Bird? Da steht ein Little Bird. Ist der kaputt? Little Bird, Little Bird. Also, was wir rennen da jetzt mal hin. Weil der geht, haut ja mit ab. Definitiv hauen wir damit ab. Upp. Guck mal da links. Was? Ich glaube, hier ist doch keiner. Doch keiner? Ja, guck mal, was da drüben alles gespawnt ist gerade. Oh, schön. Ich springe jetzt in diesen Little Bird. Es gibt nichts, was mich daran hindern könnte. Außer vielleicht ein Schuss ins Gesicht. Dann würde ich mein Radio verlieren, das wäre total traurig. Ja, geht sogar alles und ist vollgetankt. Echt? Bewege er seinen Arsch hierher. Ja, ich bin schon da. Lilbe, Lol. Lilbe. Wir werden gleich sowas von erschossen, ne? Ich mag diesen Server. Heb Wir sind ab! gerade gelaufen. Vielleicht 2 Meter. Oh, ich hab ihn. Flieg! Fuck! Ja, würde ich auch sagen. Fuck, der Little Bird ist weg. Auto-Hover auf und weg hier. Irgendwie habe ich gerade Angst. Lol. Ja, mein Little Bird. Wohin wollen wir Normal. überhaupt fliegen? Wir können, keine Ahnung, wir bräuchten halt mal Waffen irgendwie. Richtig. Vielleicht einfach mal über die Map fliegen und gucken, wo ein Heli-Crash ist. Weißt du noch dieses komische Ding, wo wir da waren, bei dem westlichen Airfield, da drunter diese Insel, die so komplett ausgestorben quasi war? Insel. Ja, also da unten, das ist doch so eine Halbinsel. Da könnten wir Ah, theoretisch. in die Wüste meintest du? Nee, nee, nicht Wüste. Warte mal, ich guck gleich selbst. Aber kurz vor der Wüste. Das hast du, die Hafenstadt hast du von da aus schon gesehen. Ich mach mal gerade Autobahn und guck mir das selbst an. Da Also unten. wenn wir durch die Wüste fliegen, finden wir auf jeden Fall Heli-Crashs, ne? Also. Ja, gut, aber wer will schon in die Wüste? So gefällt mir das. Älter, ne? So. Alter, wo ist denn das Teil? Da hinten. 4000 Meter, das schaffen wir gerade so, glaube ich. Gerade so. Wobei der ist nicht ganz so episch schnell, ne? Und vor allem ist er unbewaffnet. Aber es ist ein Little Bird. Ey, ganz ehrlich, dafür ist er witzig, aber damit kann man immer mal lenken und nicht so Ja, gut, und aber da bremsen. lenkt nicht ganz so viel Sinn, ne? Ja, guck mal, aber Oder der die andere, der war einfach viel zu Ja, das schnell. stimmt allerdings. Also als Angriff sie die. Ich meine, zum Reisen war es ja ganz angenehm, ne? Ja, aber dann mal irgendwie auf einer Tankstelle landen, ziemlich uncool. So, no, 200. Oh. Vor allem, du fliegst gerade so ein bisschen nach unten. Da unten sind zwei rote Traktoren geparkt. Ich bin versucht. Doppeltraktor-Team! Ja, wir haben Heli. Noch. Was hast du gegen Doppeltraktor? Doppeltraktor reicht nicht, um ein Heli irgendwie. Ja, wahrscheinlich hat der Typ, der da vorne mitgeflogen ist, auch einen Doppeltraktor gesehen. Wahrscheinlich. Wie geil. So stelle ich mir das eigentlich immer vor. Spawn und Neues 2 Heli. Meter und du findest ihn die verdammten Heli. Ja. Mal schauen, vielleicht siehst du da unten ja auch mal Heli-Crash oder so. Ja, auch mal was Neues. Kein Wobei ich Bock. auf dem hier ehrlich gesagt noch nie. Wir haben noch gar keinen gescheiten Heli-Crash gefunden, ne? Da Oh, vorne ich ist muss. einer, rechts. Oh. Vielleicht ist auch wirklich gecrashed, der Heli auf der Map. Ist alles möglich. Ja. Siehst du was? Ja, das ist, der ist direkt unter uns. Okay, dann mach ich mal Auto an und dann Soll ich landen. mal rausspringen einfach? Oder ich lande. Eject! Verdammter Held. Wahrscheinlich überfahre ich dich gleich, pass mal auf. Ich bin wirklich schneller als du unten, ne?
Warum macht er auch direkt den Fallschirm auf? Guck's ja an, was realistisch ist. Und ja, ich überhole die gerade. Wo ist der überhaupt? Die sehen gar nicht mehr. Das sind noch ungefähr 50 Meter oder Meter davon im Wert. Ach komm schon. Wie kann man sich hier überhaupt mal drehen? Vor allem mal in die richtige Richtung drehen. Ich fliege hier runter gerade. Ich hol dich dann wieder ab, ne? Ja, ja. WTF! Wie lahm ist denn dieser scheiß Fallschirm? Das ist halt mal ein realistischer Fallschirm, was? Das wäre jetzt wesentlich praktischer, da könnte ich dich da einfach nur abwerfen und müsste nicht landen. Aber nein, Olli muss ja gecheckt rufen. Gecheckt! Oh Mann, ey. Guck mal, ich bin immer noch nicht unten. WTF, dass man den Fallschirm nicht steuern kann, ne? Alter. Immerhin kriegt man mal keinen Fallschaden, wie in manch anderen Spielen. Und da ist eine Burg neben uns. Oder ein Haus. Das ist, glaube ich, dieses Sporthotel, weißt du, wo wir hingefahren sind? Ah, Sporthotel. So, langsam dem Ding da vorne nähern. Da kommt noch ein Heli. Ernsthaft, zu uns? Ja, über uns. Weg? Oder ist der... Naja, das ist ein normaler, glaube ich. Scheiß Transport-Heli. Wenn wir ein bewaffneter Killer-Littlebird sind. Und der letzte kleine Littlebird hat uns verdammt nochmal gerammt, als du dich jetzt sitzt. Ja, guck einfach mal über dich. Ich sehe ehrlich gesagt gar nichts. Doch, der kommt runter. Kommt runter zu mir? Ja, der ist über uns. Ah, cool. Ja, dann hau ich mal ab. Ja. Gut, dass du rausgesprungen bist, war echt sinnvoll. Ich glaube, es ist mit dem Heli da. Höflich, trotzdem mal. Geh mal runter ins Tal und sag mir, wenn er weg ist, ja. Boah, vor allem, weil er genau über mir landen muss. Ey, der schießt auf mich. Auf dich? Ja. Der ist gerade unbewaffneter Transport-Heli am Arsch. Wenn er ungefähr so schnell ist wie unserer gestern, wird er mich etwas schnell einholen. Ja, aber der muss ja auch zielen. Weißt du was? Ich fliege jetzt einfach unter ihm durch. Was leichter wäre, wenn ich schneller drehen würde. Und er macht eine Bremsung. Werde ich schon wieder in die andere Richtung fliege. Problem ist, ich werde den so niemals los. Also ich habe jetzt einen AK. Und einer ist rausgesprungen. Hä? Raus? Das ist nicht gut. Ja, aber der andere fliegt weiter. Und guck mal, ich kann wieder drehen, Volltrottel. Und er muss wieder eine Bremsung machen. Das können wir den ganzen Tag machen. Ich bin vollgetankt. Also ich habe jetzt meine Waffe. Er ist wieder dreimal so schnell wie ich, aber ich kann halt wesentlich schneller drehen, ne? Ich sehe ja schon gar nicht mehr, ne? Ja, wir sind schon, keine Ahnung, wie viele Kilometer von dir entfernt. Ich sehe schon die Wüste. Ah. Und jetzt kommt er wieder. Das heißt, ich darf wieder eine epische Drehung machen. Ich habe ja keine Ahnung, was er davor hat. Ich hoffe, dass er mich irgendwann verliert, wenn ich tief genug fliege. Zur Not treffen wir uns... Ja, er fliegt gerade in Richtung Wüste weg. Ah, okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns beim Sporthotel, oder? Ja, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, dass ich ihn wirklich komplett... Ja, lass dir Zeit, bist du eh gleich da. Außerdem will ich nicht wieder außersehen gegen die Kirche fahren. Okay. Also, Littlebird, wenn nicht, ganz nett. Definitiv, also ich glaube, das ist fast das Beste, weil ich meine, du triffst ja ehemals nicht. Ich meine, wir hatten letztens mal einen Kill mit dem Hui, aber ja. Ja gut, da haben wir auch still in der Luft gestanden. Der hat uns hier das Sniper eigentlich locker. Also im Fahren trifft dich niemand. Ich bin jetzt am Heli-Crash, bist du da noch? Ich bin beim Sporthotel, wo du gemeint hast. Was am Sporthotel? Da kannst du optimal landen, wenn da nicht 1000 Zombies gerade sind. Ja, okay, also ich glaube, ich sehe das Sporthotel. Kann man umdrehen wegen Heli, aber... Ja, das bist du. Und ich mache natürlich den Side-Move, rennen! Ah. Also ich nehme an, das bist du der Hund, der so verwirrt im Kreis rennt, ja? Warst du jetzt schon am Heli-Crash oder nicht? Ja, da war eine AK. Oh, AKU oder so. Okay, ich komme runter. Au! Ja, toll, ich blute natürlich. Warte dann noch ein bisschen zu aus. Ist ja nicht ehrlich. Komm schon, verbinde dich. Aber gut, dass du den Heli gesehen hast, ne? Ja. Vor allem habe ich ihn erstmal gehört. Dass du ja nicht konntest, weil du im Heli saßt. Alter! Jedes Mal dieses Gehaue. Okay. Yay. Ich mag unsere Little Bird, ja. Ah, Little Bird ist cool. Und ich hätte gerade fast auf Engine aufgedrückt. Bitte. Dinge, die man in der Luft nicht tun sollte. Und du hast gemeint, er hat einen rausgeworfen? Einer ist rausgesprungen. Irgendwo, als er wieder vor mir vorbeigeflogen ist und episch diese Senkrechthaltung gemacht hat, ne, ist einer rausgesprungen. Clever. Server will restart in 5 minutes. Echt jetzt.
Na, in 5 Minuten schaffen wir das noch da runter, dann landen wir da irgendwo. Ja, ich würde aber irgendwo im Wald landen, ne? Wald landen? Ja, irgendwo auf einer Lichtung, nicht in der Wüste, oder? Wir fahren nicht in die Wüste, immer noch nicht. Achso, stimmt, wir wollen ja nicht in die Wüste. Die Wüste würde ich ganz ehrlich lieber. Oh, da ist auch ein Heli-Landeplatz, das ist ja süß. Guck, die Insel hier, meinte ich. Weißt du noch, da sind wir mal kurz drauf gefahren, da gab es mehrere Baracken und so weiter. Okay. Werf die einfach mal an den Baracken raus. Und meiner Meinung nach welche hier links noch. Ah, hier, ja. Das ist sogar ein Landeplatz für dich. Sehr nett. Komm schon, direkt drüber. Fast. Passt das mit dem Landen? Ja, noch. Ja, jetzt sollte es klappen. Vielleicht ein bisschen mal da hinten, aber das kann ich dir gleich sagen. Gehen wir noch ein bisschen hier rüber, so soll es passen, oder? Ich glaube, du musst eher noch ein bisschen weiter nach hinten. Da steht übrigens ein PKW, oder? Hinten an der Mauer? Ja. Aber keine Zombies da. Ja, sonst müssen jetzt Zombies da sein, ne? Also passt das jetzt vorne? Oder muss ich noch ein Stück nach hinten? Noch weiter nach hinten. Das Auto war nochmal auf. Ja, jetzt. Ja. Gecheckt! Unbedingt! Ah, das Auto ist aber, glaube ich, auch kaputt. Ja, das ist kaputt, leider. Ja, okay. Wir bräuchten übrigens einen Heliorotor, unser ist irgendwie leicht orange. Okay. Ja, ich höre die Leichen. Geil. Sehr beruhigend. So, was haben wir hier? Ural, 600 Meter von uns. Yay, das ist immer ein gutes Zeichen. Ural. Ural ist der Truck da. Was ist der Truck? Ja. Können wir eigentlich mal hingucken. Aber erstmal, hier ist schon Loot gespawnt. Vor allem ist es benutzte AK gewesen. Übrigens müssten wir eventuell dann auch mal hier bleiben, ne? Ich mach mal vielleicht die Engine off, wegen Server Restart. Ja, stimmt. Kann man den saven? Repair Rotor Missiles. Man kann Missiles reparieren? Richtig? Vielleicht das machen sie ja. Oh, jetzt richtig viel. Lass mich ran, 17 Smoke, ja, vereinzelt, aber. Und ich habe wieder den Laufbug, wie ich diese Scheiße hasse, ne? Weil mein, der am Heli war eine benutzte AK. Ey. Eine benutzte? Ja. Ey, die hatte einen liegen lassen, das heißt, der wird schon genutzt. Ja, wie macht man das jetzt mit Server Restart? Einfach hier stehen lassen? Ja. Nein, wir sind auf einem Heli-Landeplatz, viel unauffälliger jetzt nicht mehr. Ja, viel Zeit haben wir halt nicht mehr, ne? Ja, stimmt so. Ich meine, wir können ja gleich wieder weg. Das ist halt das Problem mit dem Heli, ne? Dass du halt nicht immer auf der Straße bist und direkt weiterfahren kannst. Du bist halt relativ schwerfällig. Ja, das stimmt. Keine Waffen hier, ne? Als ob hier gerade jemand war. Vor allem liegt hier eine Leiche, oder zumindest mal fliegen. Hier ist immer die Leiche versteckt, aber dass bei uns jetzt auch gerade keine Zombies gespawnt sind, finde ich ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Ja. Also war gar nichts da, oder was? Ja, in Munition halt. Ah, ist ja uncool. Hier ist auch nichts. Warum hier keine Zombies spawnen, ist echt ein bisschen komisch. Das ist wohl korrekt. Du hast eine M203 HE und du lässt sowas liegen und wir haben Scrap Metal, das kann ich doch mal schauen. Das habe ich hingelegt, ja. Fehlt doch bestimmt irgendwas, weil wir sind nämlich relativ kaputt eigentlich. Ah. Alles so ein bisschen leicht gelb und orange. Komm, ja. Harutor. Avionics, was soll das sind Avionics? Ah, ich kann sie reparieren. Wir haben jetzt wieder Avionics und in einer Minute bleiben wir definitiv stehen. Und hoffentlich starten wir nicht wieder irgendwo in der Luft, ne? Weil wenn das so ist wie mit dem Auto, dass wir irgendwo, wo wir davor waren, spawnen, haben wir ein Problem. Nee, das ist dann spawnst du unten auf dem Boden. Generell, wenn du... Dann sind wir 10 Kilometer entfernt. Das stimmt. Und da hat echt und jemand eine Panzerschere in unseren Heli rein. Oh, das ist ja, noch besser. Aber. Stell die da hinten auf, damit niemand zu unserem Heli fahren kann. Dann muss er die letzten 10 Meter laufen. Tage wiegt, oder? Aber hallo. Und Alter, ich glaube, das war mal ein PKW, der ausgebrannt ist hier, ne? Wahrscheinlich hatte einer genauso viel Spaß wie du. Wahrscheinlich. Und guck dir meine Panzersperre an. Unauffällig und tödlich. Ja, sieht irgendwie ziemlich danach aus. Noch mehr DMR, AKM. Ja, jetzt ist quasi eine Base, ne? Die ist voll gesichert in der Mitte. Ja. Hier ist übrigens noch eine HE-Granate. Ja. Wo? Hier? Hier im Eingang. Beim ersten.
hinter dir. Jetzt höre ich die Leiche auch gerade. Und dann. Und, ja. Wir waren ganz kurz auf der Leiche. Jo. Ja. Ah, Connection lost. Hey. Yay.